Und dann dreht es sich. Ja. Hallo, hier ist Leon von Lulu und Leon Family and Fun. Und heute zeige ich euch mal mein Zimmer. Und ja, dann lasst uns, dann kommt ihr mal mit und ich zeige euch mein Zimmer. Das hier ist mein Bett. Ist viel zu erzählen, nur. Ja. Ein Rennauto, ne? Ja, das ist ein Rennauto, ne? Und was hängt da an der Wand? Dann Dortmund. Bist du Dortmund-Fan? Ja. Ja. Und dann ist hier der Porsche. Und hier ist ein Licht. Das leuchtet im Dunkeln, da steht Leon und ja. Was machst du am Schreibtisch immer? Meine Hausaufgaben und... Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das noch weißt. Weißt du noch, wann du den Bär gekriegt hast? Nein. Das weiß ich aber, das kann ich noch sagen. Den haben wir bei Build a Bear. Das gibt's nicht überall, aber wer aus einer Großstadt kommt oder so, der kennt das vielleicht. Bei Build a Bear haben wir den damals gemacht. Da haben wir noch woanders gewohnt. Wir haben nämlich mal in Neuss gewohnt. Und da haben wir den gemacht, den Bär. Da wolltest du den nämlich haben. Da hast du dir den ausgesucht. Bestimmt 6 Jahre schon her. 6 Jahre? Ja. Und ich bin gerade mal 7. Ja, aber wirst ja wohl bald 8, ne? Also, ja. Da sind die Schuhe noch, ne? Mit Fußballschuhen. Die hat er nur ausgezogen. Ist ja warm, damit die Füße nicht so schwitzen, ne? Mhm. Genau. Und dann hast du hier... Genau. Und dann haben wir hier noch deinen Kleiderschrank. Das war, glaube ich, vom ersten Geburtstag im Kindergarten. Mhm. Wie alt war ich da? Da bist du im Kindergarten, glaube ich, 4 geworden. Und hier ist dann? Hier ist dann die Feuerwehr. Dein Lieblingsspielzeug mit, ne? Playmobil. Und dann dreht es sich. Ja. Genau, was man hier noch sieht. Was findest du noch ganz toll? Die ganzen Autos, die hier hängen. Das ist Cars. Aha, findest du auch super, ne? Ein riesen Cars-Fan. Da musste man die alle hier so aufhängen. Das ist ein Wunder, dass da jetzt gerade keine Autos liegen, weil normalerweise ist der immer ganz voll, ne? Mit Autos. Mhm. Naja, dann habt ihr jetzt mal Leons Zimmer gesehen. Da wurde ja nachgefragt. Mhm. Ja, die kleine Roomtour ist vorbei. Dann sag, noch schön Tschüss. Wenn euch die kleine Roomtour gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben und wenn euch das Video gefallen hat. Genau, können wir in die Kommentare schreiben, was sie so für Lieblingsspielzeuge haben. Aha. Oder wie das Zimmer so aussieht, ne? Aha. Ob auch einer BVB-Fan ist vielleicht. Sehen wir uns beim nächsten Mal.